Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys. Das ist die DAX-Analyse für den Mittwoch, den 1.6.2022. Und die positive Vorlage vom Vortag hat er ganz im Gegenteil vollkommen nach unten ausgefahren. Wir hatten uns ja damit beschäftigt und darüber gesprochen, dass das ganz gut aussah. Wie sich der DAX jetzt hier an die 600 geschoben hatte, dass er genau das gemacht hatte, was wir am Montag von ihm haben wollten. Und nun im Falle eines Überwindens am Dienstag über der 14.600 dann eben auch weiter kann. Wir hatten drüber gesprochen, 57, dass sich einfach ein bisschen die Leute floppt und ein bisschen eher runterdreht und eben noch gar nicht den Gap Plus macht, wenn jetzt alle drauf gucken. Und er hat das jetzt abgekürzt um einen Tag. Also ich hätte gedacht, er macht das erst nochmal hier drüber und bringt dann so eine Nummer. Er hat jetzt die Nummer direkt gleich ausgespielt und ist direkt tiefer geöffnet. Hat sich aber relativ lange, sag ich mal, an dem Freitagsschlusskurs dann auch immer wieder rumgeschoben. Also hier auf dieser Schlussbewegung, die am Freitag war, im relativ späten Handel dann immer wieder Kontakt dazu gesucht hat. Ne? Immer wieder Kontakt gesucht, auch zum Xetra-Schluss. Auch jetzt am Ende dann nochmal diese 1460, was der Xetra-Schluss letztendlich vom Freitag war, nochmal kontaktiert, nochmal versucht, einen Tagesschluss drüber zu setzen. Da haben so 10 Minuten gefehlt, hätte das fast noch geschafft. Also so ganz negative, sehe ich gar nicht, was er gemacht hat, ne? Auch wenn er letztendlich vollkommen gegengearbeitet hat. Wir hatten darüber gesprochen, dass ein Rücklauf auf eine 14.500 und auf eine 14.460 erstmal gar nicht so kritisch wäre, dass das an sich erstmal noch ein normaler Rücklauf wäre und er dann trotzdem hoch könne. Das hat er auch probiert zu spielen, die Karte. Er ist hier von der 14.460 auf jeden Fall losgaloppiert und hat auch gut paar Meter hoch gemacht, sind aber auch knapp vorher gedreht. Ne? So 14.550 knapp war das dann gewesen. Dort hat es dann wieder nach unten gebügelt und weitere Tiefs gebracht. So, und dann hatten wir gesagt, wenn die 14.445 auf der Unterseite bricht, dann geht er auch tiefer. Dann geht er an eine 360, dann geht er an eine 270 und dann geht er vielleicht auch an eine 200 bis 180, eher sogar die 200 bis 180. So, wir sind unter die 445 und wir sind auch an die 360 schon rangegangen, haben auch von der 360 wieder gut zurückgearbeitet. Also er hat grundsätzlich alle benannten Marken und Sachen gut angenommen, aber er hat keine richtige Umkehr nach oben hingekriegt. So, und vom Tagesschluss hätte ich gedacht, schafft das vielleicht trotzdem nochmal, sich über der 460 zu halten, um einfach ein bisschen die Karten offen zu halten, sag ich mal, um auch am Montag da nochmal einen Schlag weiter nach oben zu bleiben. Das würde ich jetzt aber zurücklegen und von ihm wirklich verlangen, dass er die 460-500 jetzt wieder überwindet, um Long-Signale zu senden. Solange das jetzt nicht passiert, kann der seinen Rücklauf auch noch ein bisschen ausdehnen. Und zwar eben genau in diese 200-180, die wir hier besprochen hatten, die gestern. Na, gestern hat man das gesagt, dass der Rücklauf eher so dann in eine 200 bis 180, dass das durchaus kommen kann. Und das würde ich erwarten, solange jetzt die 460 und die 500 nicht nach oben umgeklappt wird. Sollte der die 460 nach oben gerupft kriegen zum Mittwoch und sich hier über die 500 auch drüber schieben, dann direkt, meinetwegen, Gap Close, ja, 585, hoch an die 635, 640, dort dann einfach ein bisschen rumtüteln, neues Hoch, wird dann wahrscheinlich erstmal nach unten zucken und dann auch weiter. Ne? Also das Ziel hier oben bleibt schon da, es verändert sich auch nicht mehr, diese 860 hier, dieser Gap Close, den kann er erreichen, aber dafür möchte ich jetzt ein bisschen was sehen, weil der Dienstag ging jetzt in die andere Richtung, ne? Ging jetzt nach unten, nicht nach oben, hat auch überhaupt nichts über der 600 probiert, hat auch das Gap nicht zugekriegt, hat zwar ein gutes Teil davon zugekriegt, aber hat es nicht zugekriegt, und deswegen würde ich schon sagen, es kann sein, dass er im Rücklauf ist, oder er ist definitiv auch im Rücklauf. Und der Rücklauf kann halt auch noch ein bisschen weitergehen. Und das kann so 200-180 werden. Das könnte im Zweifel sogar noch mal hier unten auf den 14.000 zurücklaufen. Wäre mir persönlich dann zwar zu tief, aber das sind jetzt die Optionen, die ich habe. Deswegen würde ich mich auf der Long-Seite nicht unbedingt verkämpfen wollen, solange der jetzt hier auch nach unten arbeitet. Weil das ist, wenn die 360 nach unten klappt, dann kann der auf 270, klappt die 270 nach unten, dann ist er bei 200-180, klappt die nach unten, ist er bei 100, klappt die nach unten. Wisst ihr, der kann sich also Stufe für Stufe einfach nach unten aktivieren. Deswegen würde ich ihn dann da eher aus der Shortbrille sehen, außer eben, er klappt uns jetzt wieder nach oben die 460-500 nach oben um. Na, das wäre für mich dann so ein Beweis, okay, der Dienstag war jetzt einfach so ein bisschen Orientierungsphase, ne, nach einem langen Wochenende der Amerikaner, einfach ein bisschen, dass der Markt sich wieder versucht hat zu finden, und das ist dann abgeschlossen und er kann dann weiter. Wir haben jetzt auch den Monatsschluss durch. Ich sag mal, wäre es einen Tag eher gewesen, hätte der Mai-Monat auf Tageshoch geschlossen, auf Monatshoch geschlossen. Das muss man schon so sagen.
Und es war nur jetzt der eine Tag, der jetzt hier ein bisschen runtergezogen wurde. Auch der Xetra-Sturz wurde ja runtergezogen, um die Xetra-Kerze dann noch ein bisschen flach zu halten. Aber ansonsten hätten wir, oder haben wir definitiv eine Mai-Monatskerze, die grün ist. Die erste grüne Monatskerze des ganzen Jahres. Ja, und da kann ich mir gut vorstellen, dass da sich jetzt auch noch im Juni der ein oder andere Käufer finden lässt, der jetzt sagt, okay, der Mai hat jetzt hier ein bisschen das bisherige Jahr entschärft, ein bisschen Druck rausgenommen. Kann ja im Juni, Juli jetzt noch ein bisschen nach oben gehen. Ja, und deswegen würde ich schon erwarten, dass man Käufer sehen wird. Aber um den Long zu folgen, möchte ich halt auch Signale sehen. Und das wäre für mich, wie gesagt, jetzt hier, wenn 460, 500 wieder nach oben klappt, bin ich gerne bereit, hier noch weitere Longs zu suchen, auch bis auf das Gap und auch da höher hinaus noch. Solange aber jetzt hier erstmal, ich sag mal, unter 445, unter 500 bleibt, würde ich ihm für den Rücklauf ein bisschen Platz einräumen einfach, ne? Und zwar Richtung 270, sobald die 360 dort fällt und unter 270 dann die 280, die 14.200, 14.180, die mir da noch relativ wichtig wäre hier so auf dem Niveau. Ja, das ist es dann eigentlich schon. Können wir auch noch mal kurz in den Tageschart gucken, aber da sehen wir auch bloß eine rote Kerze, die sich jetzt vom Ohrenband runterdrückt. Ist jetzt hier durchaus eine leichte Umkehr zu sehen, auch mit diesem Doji, was hier so oben alleine steht, ist und allerdings auch ein bisschen Verfallstag getrieben. Und wenn ich mir den Kerzenkloß angucke, von dem Tag davor, also so richtig, nee, es ist schon ein Umkehrsignal. Das heißt, alles, was da tiefer geht als diese Kerze, ist jetzt erstmal nach unten zu sehen. Wenn man neutral den Markt bewerten will, egal ob man höher haben will oder tiefer, muss man sagen, diese Kerze signalisiert jetzt erstmal eine Umkehr vom oberen Band weg. Das heißt, alles, was unter diese Kerze runtergeht, hat erstmal Abwärtsrisiko. Das spiegelt so ein bisschen das, was wir auch vorher gesagt haben. Im 2-Stunden-Chart haben wir auch gesagt, wenn die 360 dort fällt, ganz im Zweifel weiter. Und aus der Perspektive könnte man sogar auch sagen, könnte auch hier bis zur 14.000 wieder komplett zurückgehen, weil dort dann das mittlere Bollinger Band wäre. Na, also auch auf der Ebene deutliches Rücklaufpotenzial unterhalb von 14.360 spiegelt genau das wider, was wir im 2-Stunden-Chart gesehen haben. Ja, und so würde ich es einfach jetzt handhaben. Ja, ballert er da unten drunter, würde ich mich mit Longs einfach zurückhalten. Das Risiko wäre mir zu hoch, dass er hier unten rät. Ich will erst wieder sehen für Long-Positionen, dass er die 460-500 einnimmt. Ist er wirklich stark? Muss man darauf wahrscheinlich gar nicht lange warten, ja, weil das ist in einer Stundenkerze erledigt. Aber ich möchte es halt auch wirklich gerne sehen, ja, damit man nicht Gefahr läuft, dass man jetzt hier irgendwie auf die nächsten 400 Punkte abwärts die ganze Zeit nur Long sucht. Ja, soweit meine Einschätzung. Denke, können wir so stehen lassen. Wünsche euch viel Erfolg zum Mittwoch, gutes Gelingen, schönen Monatsauftakt im Juni. Und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.